Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich mache halt Hackfleischklößchen, also quasi Klöße mit Hackfleisch gefüllt. Dazu habe ich 16 bis 17 Kartoffeln, 100 Gramm Stärke, Salz und Muskatnuss und 500 Gramm Hackfleisch gemischt. Ja, dann fangen wir gleich mal an. Als allererstes stelle ich einen, ja, mittleren Topf auf mit heißem Wasser und bringe den zum Kochen. Als nächsten Schritt werde ich die Hälfte von den Kartoffeln schälen, klein schneiden und im heißen Wasser kochen. Die andere Hälfte werde ich ebenfalls schälen und fein reiben und mache daraus dann den Kartoffelteig. Die Kartoffeln habe ich geschält. Die eine Hälfte, die werde ich klein schneiden in feine Würfel und werde sie kochen. Die andere Hälfte werde ich reiben. Die eine Hälfte ist jetzt komplett klein geschnitten. Ich gebe sie jetzt ins Wasser und werde das Wasser dann auch noch salzen. Die Kartoffeln dürfen jetzt so circa 5 bis 7 Minuten lang richtig schön durchkochen, dass sie richtig weich sind. Die andere Hälfte der Kartoffeln, nämlich hier die grobe Reibe, und werde die jetzt komplett durchreiben. Genau. Die Kartoffeln habe ich komplett durchgerieben, die gebe ich dann hier rein. Die Kartoffeln brauchen noch ein, zwei Minuten, dann werde ich sie durch eine Presse durchpressen. Ich habe dann gleichzeitig erstmal ein Sieb, da kommen die dann quasi reingeschüttet, werden ausdampfen, werden dann mit den Kartoffeln, mit den geriebenen zusammen reingepresst. Und ich habe gleichzeitig einen großen Topf mit heißem Wasser schon aufgestellt für die Knödel. Genau, dann geht es gleich weiter. Genau, ich habe jetzt die geriebenen Kartoffeln schon mal in die Schüssel. Die gekochten sind hier. Ich habe eine grobe Presse. Ich habe auch eine Schöpfkelle. Dann nehme ich die quasi, fülle die ein. Ja, es reicht. Gut. Presse sie einmal komplett durch. Genau, und so mache ich das jetzt mal mit den kompletten Kartoffeln. Die Kartoffeln habe ich quasi komplett durchgepresst. Links sind die geriebenen Kartoffeln, rechts die gepressten, die gekochten. Ich gebe 100 Gramm Stärke dazu. Ja, ordentlich auskratzen. Ja. Gebe ordentlich Salz dazu. Muskatnuss. Und das Ganze werde ich jetzt zu einem glatten Teig verkneten. Genau, der Teig, da muss man halt aufpassen, ja, das ist sehr, sehr heiß von den Kartoffeln. Wenn die ein bisschen zerquetscht sind mit den kalten Kartoffeln, dann geht's eigentlich. Genau. So, machen wir jetzt einen schönen klebrigen Teig. Der darf ruhig ein bisschen kleben. So. Ordentlich die Stärke verarbeiten. Hoppala. Einmal so. Hoppala. Da, gut. So. Genau. Der Knödelteig ist damit fertig. Als nächsten Schritt, ich habe das Hackfleisch in die Schüssel. Ich tue es eigentlich bloß salzen, ordentlich verkneten und werde dann daraus mit dem Hackfleisch die Knödel drehen. Genau, das Wasser ist kurz vom Kochen, das kocht jetzt gleich. Ich habe den Knödelteig, ich habe das Hackfleisch. Ich mache aus den Knödeln mit der Hackfleischfüllung innen drin die Knödel und gebe sie dann gleichzeitig ins kochende Wasser. Genau, dann geht es gleich weiter. Von den Knödeln her, ich nehme ein Stück. So, nimm die, form die schon mal rund. Mach die quasi hier einmal platt. Nimm etwas Hackfleisch, gib das in die Mitte. So. Ah, gut. So. Und drehe quasi schöne Knödel. Die gebe ich sofort ins Wasser. Genau, so mache ich jetzt mal komplett durch. Die Knödel sind drin, die dürfen jetzt 5 Minuten richtig schön durchköcheln. Ich werde sie dann zurückschalten und dann mindestens 30 Minuten lang durchziehen lassen. Die Klöße sind jetzt nach 5 Minuten Kochzeit, die schwimmen schon schön oben. Ich werde sie jetzt quasi von höchster Stufe auf Stufe einstellen und werde sie dann eine halbe Stunde lang durchziehen lassen. In der Zwischenzeit mache ich noch einen Salat und dann gibt es dann die Hackfleischklöße mit Salat dazu. Also Hackfleischknödel, Knödel gefüllt mit Hackfleisch und einen schönen Salat. Die Klöße sind nach einer halben Stunde Ziehzeit jetzt komplett fertig. Ich werde den Salat noch anmachen mit Essig und Öl und werde dann alles gemeinsam anrichten. Die Hackfleischknödel, also die Knödel gefüllt mit Hackfleisch, habe ich jetzt komplett angerichtet. Ich habe mal einen aufgeschnitten zur Präsentation. Genau, wir lassen uns jetzt richtig schön schmecken.
Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Dann bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, euer Daniel. Tschüss.